Moin Leute, ich bin der Alex und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Hunter. Mit dabei ist wieder der Felix. Moin. Ja, und wie ihr seht, sind wir hier auf dem wunderschönen Hirschfelden und wir wollen heute einfach mal ein bisschen pirschen gehen. Wie ihr schon bei Felix in der Hand seht, hat er den Zielstock mit und wir wollen heute einfach eine kleine Pirsch machen mit Zielstock, mit dem Schweißhund. Und da würde ich sagen, laufen wir schon mal los, oder? Jo. Und auf dem Weg erklären wir dann, was für Bewaffnung wir natürlich haben und pipapo. So, dann gucken wir erstmal schnell auf die Karte, damit wir überhaupt sehen, wo wir jetzt hingehen. Also, wir sind hier an der Ritterstein und werden jetzt einfach Richtung Süden zu den Feldern hier gehen und gucken, ob wir da irgendwas Schönes finden, was wir dann schießen können, ne? Und natürlich machen wir heute einfach mal ein bisschen langsameres Gameplay. Jetzt keine unbedingt actiongeladene, viele Abschussserie, sondern dann wirklich eher ein langsames und gemächliches, Pirschen. So, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns nochmal die Waffen an. Wie ihr es jetzt hier schon gleich gesehen habt, 9,3 x 74 R, also die Ober- und Unter. Dann haben wir, auf der zweiten Stelle haben wir die Blaser F3 in der normalen Edition. Hier habe ich jetzt Buckshot drin. Und dann haben wir auf der 3 den 44er Revolver. Und das wäre es dann, ja. Dann haben wir noch die verschiedenen Caller mit. Und dann habe ich noch das Jagdhorn mit. Und jetzt könnte eigentlich Felix sagen, was er mit hat. Ich habe einmal den kleinen Bruder von deiner Primärwaffe mit, die 30R. Ja. Dann hatte ich den 223er Nosler mit. Ja. Und den 1911er. Nice. Ja, da sieht man, also Felix hat eigentlich auch ein eher klassisches Setup mit. Ich auch. Ihr habt jetzt auch gerade unsere Outfits gesehen, vor allem jetzt hier Felix Outfit. Muss ich sagen, gefällt mir extrem. Also da haben wir halt eine Mischung aus Doc Monsignor und dann haben wir hier die was waren das hier für Sommerfeld? Summerfield. Summerfield Schuhe und ich muss sagen, das Outfit sieht wirklich gut aus. Und mein ich habe gerade einen Fuchscall bekommen. Du hast einen Fuchscall bekommen? Ich habe keinen gekriegt. Mhm. Müssen wir gucken. Ich zeichne mal kurz auf der Karte. Ich wäre aber eher dafür. Ich wäre aber eher dafür, dass wir am Anfang jetzt irgendwas Größeres suchen. Ein Rothirsch. Oder wenn hier ein Schwein rumläuft oder weiß ich was. Aber hier hinten sind ja eher weniger Schweine. Hier sind eher Rothirsche. Genau. Und ich würde halt lieber... Rothirsche und Füchse. Eher lieber einen schönen Rothirsch kriegen, ja? Deswegen, ich habe auch das Dreibein mit, weil wir wollten jetzt hier auch mal zeigen, dass man jetzt halt auch die Dreibeine, beziehungsweise man kann ja jetzt auch einfach Sachen von sich selber auf einer Karte placen, von einem Freund. Und das wollte ich schon eigentlich zeigen, als das Feature rauskam. Kam aber nie dazu, keine Zeit gehabt und auch keine Lust, das sage ich mal ganz ehrlich. Und jetzt habe ich halt mal wieder ein bisschen Lust, auch was aufzunehmen. Und deswegen wollten wir das auch mal zeigen. Rothirsch von da aus. Dass das funktioniert. Wo siehst du einen Rothirsch? Oder ein Weibchen? Da vorne auch. Und ein Rehbock. Habe ich einen Punkt gemacht. Ja. Schau mal auf mich. Ja, ich gehe hier hoch und guck mal hin. Siehst du da? Bin ich jetzt. Mist. Der Rehbock sieht uns schon. Oder hat er uns gesehen? Warte mal. Erstmal den Hund beruhigen. Stay. Also, Rehbock hat uns aber noch nicht gesehen. Doch, der hatte gerade rüber geguckt. Also als ich zu ihm geguckt hatte, hat er deutlich auf mich geguckt. Der sieht, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob der so schlecht aussieht. Ich bin 25 bis 35 Kilo. Okay. Score habe ich noch nicht. Ich habe jetzt halt auch keinen Topscore im Kopf. Warte mal, habe ich das Spektiv mit eingepackt? Ja, natürlich. Dann packen wir mal schnell das Spektiv raus und gucken uns das Tierchen an.
Wo ist er denn jetzt? Da. Ja, ist jetzt nicht so groß. Score 50 bis 150. Den könntest du mit deiner 223 schieben. Jo, das mache ich dann. Nein, ich würde auch wirklich sagen, dass man hier aus der Entfernung schießt. Komm mal her und stell den Dreibein auf. Wenn das geht. Ah ja, ja. Ja, natürlich. Und warte mal, dann setze ich mich schön hinter dich, dass wir auch einen schönen Blick von dir drauf haben. Okay, das sieht jetzt natürlich echt hässlich aus. So, siehst du ihn überhaupt noch? Ja. Gut, dann... Ich könnte schießen. Warte. Ich leg mich mit hin und du könntest schießen, ja. Super. So, da liegt er. Dann bauen wir deinen Zielstock wieder ab und dann geht's weiter. Aber richtig hässlich ist halt, du hast den Zielstock jetzt aufgebaut, der war jetzt für mich groß aufgebaut und wenn du dann dein Gewehr rauflegst, dann ist der halt immer noch in der großen Position und du hast einfach das Gewehr durch den Zielstock durch, was halt extrem hässlich gerade aussah. Das könnte man natürlich auch nochmal an den Support schreiben, dass die das hier auch mal fixen sollen. Weil das sind halt einfach so Kleinigkeiten, die halt eigentlich nicht sein müssen. Da haben sie jetzt auch einfach jetzt auch für Leute, die jetzt nochmal zuhören, im englischen Forum kann man nicht oft genug sagen, ein Tweet aufgemacht gehabt, wo sie darüber geredet haben, oder wo man reinschreiben konnte, nicht, die haben nicht darüber geredet, sondern da konnte man reinschreiben, welche drei Bugs einen am meisten stören. Ne? Und da gehören halt auch solche Sachen dazu. Die könnte man da halt mit reinschreiben. Die sind halt auch wichtig, dass die gesagt werden. Ja, es wäre zwar wichtig, aber sind wir jetzt mal ehrlich, ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Bug, der jetzt wirklich jeden stört. Nee, nicht jeden stört, aber mich würde er, sag ich mal, oder mich stört er jetzt ganz gewaltig, weil das sieht halt scheiße aus. Ja? Und wenn du, guck mal, du gibst schon Geld aus für so einen Zielstock, dann soll es auch schön aussehen. Ja. Generell, ja. So, aber weißt du, was ich hier früher hatte? Ich hatte hier früher mein Gänse-Setup stehen. Auf dem Feld, echt? Ja. Merke ich jetzt gerade wieder. Ist eigentlich ganz gut. Für Leute, die eventuell noch ein gutes Gänse-Setup suchen, ungefähr hier das Tarnzelt hinstellen, genau 20 Meter da vorne, davor die Gänse und dann, wenn man die callt, kann man die genau so callen, dass die genau gerade auf einen zufliegen. Ist extrem gut. Aber es hat dann für mich keinen Sinn gemacht, weil ich das Gänse-Setup in der Mitte verbunden habe und da halt eigentlich meine Gänse jetzt alle geschossen habe. Ja. Aber hier habe ich auch einige Stunden verbracht. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter und gucken in die Richtung. Felder? Ja. Das sind doch die Windows-Felder, oder? Waren das nicht die? Die... Nee, die sind weiter rechts. Weiter rechts? Ja doch, beziehungsweise doch. Ja, nee, doch, genau. Auf die, die wir zulaufen, die kleinen vier unten da, das sind die Windows-Felder. Ja. Das sind halt, keine Ahnung, also Hirschfelden, man kann ja auch mal jetzt wieder ein bisschen über The Hunter reden. Hirschfelden ist eigentlich so mit eine der Karten, die diese ganze Entwicklung von The Hunter erstmal angekurbelt haben, ne? Also mit Hirschfelden... Ja klar, mit das war ja, glaube ich... Mit Hirschfelden geht's dann richtig los. Oder? Nee. Die Anfangskarte war ja Loggers Point, glaube ich. Und ich glaube, nee, ich glaube Whiteheart Island und Loggers. Ich glaube, da ist irgendwas gerade abgesprungen. Das war das, glaube ich, das Rhythmus-Schwäbchen. Weil wir jetzt hier auch gerade labern. Egal. Wir gehen einfach zu den Feldern und gucken. Nee, ich glaube, Loggers und Whiteheart waren irgendwie die Anfangskarten. Dann kam Settlers, dann kam Red Feather, glaube ich. Oder erst Red Feather und dann Settlers, ich weiß nicht ganz genau. Und dann kam schon Hirschfelden. Dann kam Hemmeldal und dann glaube ich Waldeboah. Bugaroo Bayou. Bush Rangers. Und die ganzen anderen. White Rime, Timbergold, Pickebean. Ja. Ich glaube, so ungefähr ist es.
Da muss man halt wirklich sagen, Hirschfelden, wenn man über Hirschfelden geht, das ist dann halt wirklich so auch so ein bisschen immer wieder Nostalgie. Wenn man vor allem hier hinten auf die Pirsch geht. Da, wo ich immer hingehe, so Gänse schießen oder Fasane jetzt jagen durch den neuen Hund, da kennt man sich aus. Aber hier hinten zum Beispiel war ich so selten zum Teil. Ich glaube, ich war hier vielleicht... Ja gut, ich bin immer hier hin nach hinten gegangen, um Rothirsch-Missionen zu machen. Ja. War hier am meisten Rothirsche rumrennen. Oh, da haben wir wieder ein Männchen. Das könnte ich mir ja eventuell diesmal holen. Warte mal, 9-3 darf ich darauf schießen, oder? Ja, klar. Ja, klar. 9-3 auf Free darf man, natürlich. Und? Oh, ich sehe sogar ein Schwein. Sogar ein Keiler. Oh, Tatsache. Ja, dann habe ich mich gar nicht mal verschaut. 880 bis 1140, das wird aber niemals ein über 1000er sein. Weil da könnte die 1000 gerade so ankratzen. Ja. Das ist jetzt natürlich die Frage, was wir machen. Wo hat denn jetzt nochmal der Bock gecallt da? Genau ein bisschen hinter dem, ja, ein bisschen weiter links hinter dem Schwein. Ja, genau, das ist jetzt. Weil dann halt schießt du einfach das Schwein. Ich habe ja schon große Schweine in meiner Lodge stehen. Deswegen ist jetzt ein Schwein, was nicht die 1000 kratzt, oder gerade so die 1000 kratzt, nicht wichtig für mich. Also ich sehe das Reh jetzt aber auch Boah, nicht. Ich muss husten. Nee, Reh sehe ich jetzt auch gerade nicht. Oh Mann! Schieß doch einfach das Schwein. Ich glaube, ich würde aber lieber den Bock nehmen. Müsste ich nur gucken. Ich sehe ihn, den Bock. Da muss ich schnell wechseln. Ah. Ja. 165 bis 265. Oh ja, der ist stark. Der sieht jetzt gar nicht mehr so schlecht aus, muss ich sagen. Und warte mal. Dann machen wir das ganz einfach. Wo haben wir es denn jetzt? Jetzt wechsle ich ja natürlich alles durch. Zack. Machen wir das ganz einfach. Ich habe natürlich alles mit und auch an alles gedacht. Und dann schieße ich jetzt den Bock, okay? Jo, mach das. Dann geht los in 3, 2, 1. Oh. Ziemlich hoch abgekommen. Waldmannsdank. Aber er liegt. Ja. Das Problem ist halt auch wirklich, ich finde das echt nicht so, dass man unbedingt mit dem Zielstock so viel besser jagt. Nee, finde ich auch nicht. Also man merkt halt wirklich, dass man, wenn man mit der Waffe halt nicht null trainiert hat oder überhaupt keine Übung drin hat oder die halt frisch hat, merkt man halt immer noch, dass es sehr viel stark, also sehr stark wackelt. Ja. Und dass man rumeiert im Visier. Auf jeden. Und wenn man dann auch noch Luft anhält, dann ist es teilweise sogar noch ein bisschen schlimmer. Ja. Muss ich sagen. Aber ich habe jetzt auch, aus was habe ich jetzt aus dem Hocken geschossen oder aus dem Stand? Weiß ich gar nicht. Hocken. Das sieht man. Stell dir mal vor, ich kann ja mal gucken. Hocken, die Entfernung. Ich habe die Waffe vielleicht 4 oder 5 Mal geschossen. Mit dem Ding damit kann ich nichts treffen. Also man hat schon gemerkt, dass ich mit der Waffe besser treffen kann. Ne? Das liegt jetzt, glaube ich, eher daran, dass ich die Waffe extrem wenig geschossen habe, als dass es jetzt daran liegt, dass der Zielstock scheiße ist. Weil das ist er nicht, ich weiß gar nicht, der erhöht das Level um 5, glaube ich, oder so, oder gleich auf 5. Was? Oder auf 10, oder irgendeine Zahl. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall nicht über 10. So, gucken wir mal den Score an. 180. Ja. Ich mache hier mal einen Trophy-Shot, weil ich würde sagen, dass wir mit dem Rehbock hier jetzt schon die erste Folge
abschließen. Und dann geht's in der nächsten Folge gleich weiter. Deswegen würde ich aber sagen, mache ich jetzt hier noch schnell das wunderschöne Trophy-Foto. So, sollte so passen. Der Hund daneben. Nicht dahinter. So. Das ist natürlich komplett gegen die Sonne. Das passt natürlich nicht. Oh, jetzt backt das ein bisschen rum natürlich wieder. Ich finde, die haben ja auch diesen Trophy-Modus so ein bisschen verbessert, ja. Aber echt nicht viel. Also ich hätte es geil gefunden, wenn sie irgendwie hergegangen wären und gesagt hätten, ja komm, wir drehen, also man baut die Option ein, dass du mit dem Mausklick das um 180 Grad drehen kannst. Ja, oder wie in so einem Construction-Tool zum Beispiel gibt's in vielen, wo man wirklich so dann einfach das gewisse Tier, sag ich mal, in irgendeine Richtung richtig drehen kann. Nee, das sieht Müll aus. Dann nehmen wir dieses Bild. So, sollte passen. Beauty. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei dir, Felix. Wir sehen uns ja jetzt gleich in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und abonnieren nicht vergessen. Kommt auf unserem Teamspeak vorbei. Und die beiden Vorschläge, die jetzt schon unter dem Feeder-Video waren, werden dann auch in Kürze umgesetzt. Das kommt auf jeden Fall. Jetzt kommen aber erstmal noch hier diese Hirschfelden Serie zu Ende und ja, schaltet dann einfach im nächsten Video ein und dann kann ich nur noch sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!